So, und jetzt haben wir auch weniger, was die richtig sprechen. Obwohl, jetzt, das würde man wieder auf Deutsch hören, glaube ich. Okay. Weil nur die, die Film-Dubs spacken. So. Das wärst ja jetzt du, ne? Ja. Du bist Catriel. Inspektor Hastings, wo liegt bitte das Problem? Sie scheinen ja völlig neben sich zu stehen. Sie werden kaum glauben, was geschehen ist! Wer ist denn dieser großmäulige Knilch mit der Riesennase? Der hat ja noch eine noch längere Schnauze als ich. Ach, wie spreche ich die denn, dass die verschieden klingen? Ich weiß auch gar nicht, wie ich den Hund sonst sprechen soll. Vielleicht ungefähr so. Ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Nein, das ist so ein grummeliger. Ja. 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 Also, ja. Ja. Er hat ja eine größere Schnauze als ich. Hm, finde ich gut. Das klingt ein bisschen wie der Manfred von Karma von Jan. Ja, aber wir machen jetzt was. Ja. Das ist Inspektor Hastings, Sherl, von Scotland Yard. Auch wenn es nicht so aussieht, er ist für die Sicherheit Londons verantwortlich. Was macht denn diese Töle hier? Wollen Sie mir etwa sagen, Sie haben sich ein Haustier zugelegt, Cat? Ja, und hier, das passiert vielleicht ganz selten mal. Haustier? Sehe ich wie ein Haustier aus? Oh, Moment, ich krieg das gerade nicht. Haustier? Sehe ich etwa wie ein Haustier aus? Oh, ich verzichte lieber auf eine Antwort. Mein Drillensystem ist mal runter. Mhm. Man hört mich anscheinend nicht. Ach so, okay, ich mach mal den Systemsound leiser, ja. So, ist ein wenig leiser. Also ja. Wir hören es, glaube ich, noch gleich laut, aber es wird im Stream weniger. So. Okay, los. Okay. Oder sprich einfach lauter. Oder so. Ja, oder ich stelle das Mikrofon näher an dich ran, aber es wird schwierig. Naja, du musst ja auch noch an die Maus ran. Ja, die stelle ich mir einfach daneben. Okay. Ah, es sieht ganz so aus, als ob Inspektor Hastings dich gar nicht versteht, Sherl. Ja, endlich mal alles. Huch! Und ein Mikro. Ja, mal wieder. Moment. Es tut mir leid für diejenigen. Schon wieder. Ich entschuldige mich sehr für die Leute, die mit Kopfhörern hören. Ich freue mich drüber, dass Leute mit Kopfhörern hören. In solchen Fällen. Nein, eigentlich nicht. So, okay, Natürlich nicht. Wie ich schon sagte, das ist ein ganz exklusiver Verein. Die meisten Leute hören nur Wuffen und Bellen. So? Ja. Okay. Unter den Anwesenden hier gehören aber gleich 2 von 3 zu diesem Verein. Wirkt jetzt nicht sehr exklusiv. Kann ich doch nichts dafür, wenn unser Superschnüffler hier nicht zu den Eingeweihten gehört. Was murmeln Sie denn da, Cat? Entschuldigung, Inspektor. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, nein, Shaw ist kein Haustier. Ich versuche mal, das so dahin zu stellen. Okay. Vielleicht hilft's ja. Du bist echt leise, wenn du sprichst. Tut mir leid. Ja. Okay. Aber dafür bin ich jetzt ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Du bist lauter als ich. Aber ja. Du bist jetzt ein bisschen aus der Kamera raus. Ja, weil ich drehe mich dem Mikro zu. Jetzt ist es wieder so weit von dir weg. Stimmt gar nicht. Okay, Er ist mein allererster Klient. Der erste, der je einen Vertrag mit mir unterschrieben und meine Dienste in Anspruch genommen hat. Also, streng genommen kann er ja wohl gar nichts unterschreiben. In Sachen Finger ist er behindert. Ich meine, etwas im Nachteil. Sehr gut beobachtet, Ernest. Ja, er ist behindert. Komm, so eine Späße musst du jetzt... Ja. Weil das gehört einfach dazu. Ich weiß. Also ich hoffe, du machst auch mal so eine Sachen. Mal sehen. Ich hoffe es. Weil sonst brauche ich doch Mark. Das ist... Ich weiß, ich habe dich damit jetzt unter Druck gesetzt. Das tut mir leid. Dann möchte ich es anders formulieren. Der erste, der seinen Pfotenabdruck auf meinen Unterlagen hinterlassen hat. Und noch was anderes.
das eine Art Scherz sein? Jedenfalls habe ich gerade nicht die geringste Zeit, um über Haustiere zu plaudern. Ich habe einen Fall, bei dem ich sie brauche, Cat. Und zwar auf der Stelle. Wie interessant. Warum ist es denn so eilig? Und warum brauchen Sie gerade mich, Inspektor? Weil wir doch alle wissen, dass Sie die Beste sind. Das haben Sie schon mir schon mit Ihrer Hilfe in der Vergangenheit bewiesen. Wenn Sie sich mit Ihren kleinen grauen Zellen diesem Fall widmen, haben wir ihn im Nu gelöst, glaube ich. Hoffe ich. Also, sehr wahrscheinlich. Ist so nach dem Motto, ich würde mich wie Bäume, könnte ich Bäume ausreißen. Naja. Kleine Bäume. Gras. Nein, kleine Bäume. Okay, Bonsai. Okay, ein Busch. Okay. Gras. Irgendwann eine Blume. Okay, Gras. Ich kann Gras ausreißen. Sein Vertrauen in dich ist wirklich beeindruckend, Cat. Ich muss mir echt noch einfallen lassen, wie ich den spreche. Ja. Das ist echt schwer. Ein Hund. Mhm. Ich würde ihn doch lieber so sprechen. Emmy haben wir ja auch anders gesprochen, als sie echt war. Ja. Ja, also... Ja, aber obwohl, nee, ich glaube, nee, passt nicht so zu dem Hund. Keine Sorge, Inspektor. Es gibt keinen Fall auf der Welt, den Miss Layton nicht knacken könnte. Wir lösen jedes Rätsel. So lautet bekanntermaßen das Motto der Detektei Layton. Mhm. Nun wollen wir mal hoffen, dass diesen Worten auch Taten folgen. Denn wir können bei diesem Fall wirklich jede Hilfe brauchen. Vielleicht ist es an der Zeit, uns zu erzählen, was eigentlich passiert ist, Inspektor. Tja, ehrlich gesagt ist das ziemlich unvorstellbar. Also ich meine, niemand würde ja je damit rechnen, dass sowas gemopst wird. Etwas wurde gestohlen? Es handelt sich also um einen ungeklärten Einbruch. In gewisser Weise ja, aber sicher nicht so ein gewöhnlicher 0815-Einbruch. Die Sache wirkt sich auf ganz London aus, sogar auf ganz Großbritannien. Und auf andere Länder, wie zum Beispiel, Neuseeland. Warum auch immer. Weil Neuseeland, ist das nicht auch so noch ein bisschen britisch angehaucht? Also ich weiß, Australien war mal eine britische Gefangenenkolonie. So, da wurden Strafgefangene hier gesteckt. War das nicht bei Neuseeland ähnlich? Ich glaube nicht. Wer weiß. Ach Gottchen, im Ernst jetzt? Was kann denn bloß so wichtig sein? Im Ernst jetzt? Mhm. Was? Im Ernst jetzt. Ja, im Ernst. Weil ich find's schlimm, wie der im Deutschen mit Nachnamen heißt. In der Cutscene konnte man es im Untertitel lesen. Ja. Drowrig. Der ist echt drowrig. Ja. Eine echt drowrige Gestalt. Ja, ja. Im Ernst. Ja. Ich glaube, Sie kommen lieber einmal mit an den Tatort, dann erkläre ich dort alles. Das klingt doch wie eine ausgezeichnete Idee. Was kriegen Sie uns hin? Hallo, hallo, vergessen wir da nicht gerade eine Kleinigkeit? Ich krieg den nicht hin. Versuch du den mal. Warte, ich muss mal... Wie finden Sie denn nun meine wahre Identität heraus? Nein. Das ist ja doch wie Patrick. Wie finden wir denn nun meine wahre Identität heraus? So ein bisschen zu aus. Ja. Ach ja. Ich muss leider sagen, dass dieser neue Fall hier wesentlich interessanter klingt. Interessanter? Entscheidest du, welchen Fällen du nachgehst, etwa allein auf der Grundlage, was du interessant findest? Völlig richtig. Schön, dass du mich verstehst. Tut mir sehr leid, dass ich nur ein sprechender Hund bin. Ich muss mir wohl noch interessanter werden? Ja, gibt es. Ich muss mir interessanter werden? Mhm. Echt? Ja. Ich dachte eher so, das ist so eine Mischung aus, ich muss mir wohl noch was Interessanteres einfallen lassen ja, und ja. Ich muss wohl noch interessanter ja, werden. Aber das ist eine Mischung, die wirklich zählt. Wow. Also wirklich, Shirley. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt diese Handbewegung gemacht habe.
Nun sei doch nicht so. Dein Fall ist uns ja auch wichtig, aber im Moment haben wir so viele Anfragen und... Es gab eine neue Anfrage. Eine. Ach, egal. Anscheinend geht dem Inspektor der Po so richtig auf Grundeis. Hihi, der hat Po gesagt. Steht da. Ja. Soll er sich eben vordrängeln, wenn es sein muss? Gut, dann wäre das ja geklärt. Jetzt können wir zum Tatort aufbrechen und die Ermittlungen aufnehmen. Der Tatort? Ort? Tatort. Ein Tatort. Ort. Eine Konditorei. Wo soll es hingehen, Inspektor? Zufälligerweise gleich die Straße runter, zum Big Ben. Big Ben? Gemeint ist vermutlich der große Elizabeth Tower, oder? Und nicht der kräftige Bierkutscher, der ein paar Türen weiter wohnt? Warte mal, hab ich dazu ein Lachen irgendwo? Ja, hab ich. Und auch noch den Sitcom-Lacher. Teil 1. Ja, okay, geht ja los. Episode 1. Irgendwas mit dem Big Ben. Ah, mein Stylus! Den vielleicht nicht mehr kaum. Nee, brauche ich noch. Zur Not habe ich aber auch Ersatz. Grundgütiger, der Stundenzeiger, er ist verschwunden. Jawohl, das fürchte ich auch. Es wurde uns heute Morgen gemeldet. Also dann geht es hier also darum, dass einer der Zeiger von der Uhr des Uhrturms gestohlen wurde? Unglaublich, nicht wahr? Wir müssen den Halunken schnappen, der dafür verantwortlich ist, und den Zeiger ratzfatz zurückbringen. Aber der Elizabeth Tower hat doch 4 Ziffernblätter, oder? Selbst wenn ein Stundenzeiger abhanden kommt, sollten die anderen 3 doch immer noch die richtige Zeit anzeigen, oder? Das stimmt. Ich sehe da sicher gewisse Unannehmlichkeiten, aber wie soll sich das denn auf ganz Großbritannien auswirken? Ist das nicht eine Übertreibung? Ja, das meinte meine bessere Hälfte auch, aber es kann schon wesentlich mehr sein als nur eine kleine Unannehmlichkeit, nicht die richtige Uhrzeit zu kennen. Das Problem liegt darin, dass morgen Botschafter Départ Dauphiné... wie hieß der nochmal? Fügst du Verfahren? Ja, aber Départ Dauphiné klingt besser. Ja, Gérard Dauphiné. Kennst du den? Das ist so ein Schauspieler, Gérard Dauphiné. Okay. Und warte mal, und dann gibt's noch, Louis Depardieu. Mhm. Kennst du Louis Depardieu? Nein. Und Gérard Dauphiné? Ja. Eigentlich heißen die anders. Okay. Louis Dauphiné und Gérard Depardieu. Ja. Und? Ich glaube, die haben da einfach aus den beiden eine... Okay. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so eine Mischung aus beiden ist. Wer weiß. Aber ja. Départ Dauphiné, weiß ich nicht. Vielleicht heißt das auch irgendwas auf Französisch und ist eine Beleidigung oder sowas. Ja, aber... Ja, Staatsbesuch. Ach ja, ich erinnere mich, etwas darüber in der Times gelesen zu haben. Irgendein Jahrestag der Unterzeichnung der römischen Verträge, oder? Aber was soll denn das mit dem Elizabeth Tower zu tun haben? Der Botschafter wird an einem Ort mit Ausblick auf das Parlamentsgebäude und den Big Ben empfangen. Und als Symbol der ewigen Freundschaft und Zusammenarbeit unserer beiden Länder wollte man ihm ein Geschenk überreichen. Einen Anhänger, der an die Zeiger vom Big Ben angelehnt ist. Autsch. Genau. Man kann sich also bestens vorstellen, wie das Gespräch weiter verläuft, sobald die Sprache irgendwann auf den Uhrturm kommt. Und es wird gar nicht gut aussehen, wenn die Zeiger, denen der Anhänger nachempfunden ist, von einem Tun nicht gut gemobst sind, den Scotland Yard nicht schnappen kann. Natürlich wird das auch noch überall in der ausländischen Presse stehen. Und wir wissen ja, wie die Bild so ist. Uhrturm verschwunden! Vielleicht, jetzt mag es nur ein Zeiger sein. Doch bald haben die Terroristen alles. Ja. So ungefähr. Und, zum Glück wurde kein Deutscher von dem Uhrturm, von dem fehlenden Zeiger verletzt. Und so eine Sachen. Das ist eine verflixte Schande, das sage ich Ihnen.
verstehe. Deshalb haben sie es also so eilig, den oder die Schuldigen zu finden und den fehlenden Zeigern noch vor dem morgigen Termin zurückzubringen. Ha, genau. Wir brauchen wirklich dringend Hilfe bei diesem Fall, Cat. Selbstverständlich werde ich tun, was ich kann. Immerhin geht es hier um den guten Ruf von uns Briten. Tja, das ist eine echte Erleichterung. Ich machte mir schon Sorgen, sie könnten meine Bitte ablehnen. Natürlich wird Scotland Yard gleichzeitig auch Selbstermittlungen anstellen. Hier müssen wirklich alle ran. Beamte durchkämmen bereits das gesamte Gebiet um den Turm. Sie können sie also fragen, ob sie schon irgendwelche Spuren gefunden haben. Überlassen Sie das ruhig mir, Inspektor. Wir legen sofort los.